Der frühere BMW-Manager Christian Senger verliert nach nur 2 Wochen seinen Posten als Softwarechef von Volkswagen. Das bestätigten Konzernkreise Welt. Offiziell wollte sich Volkswagen nicht zu der Personalie äußern. Sengers Ablösung kommt überraschend, denn VW hatte gerade erst den Start der Car-Software-Organisation mit Senger an der Spitze öffentlich angekündigt. Senger und sein Team sollten unter anderem mit dem eigenen Betriebssystem VW OS dafür sorgen, dass der Konzern endlich mit der Digitalisierung seiner Autos vorankommt. Doch offensichtlich hat man sich bei VW unter Senger zu schnell zu viel zugetraut. Für den Golf 8, der das digitale Flaggschiff des Konzerns werden sollte, mussten zeitweise ein Verkaufsstopp verhängt und schon ausgelieferte Exemplare zurückgerufen werden, weil das automatische Notrufsystem nicht funktionierte. Auch beim ID.3 hakte es bei der Software. Zudem hatte sich der Manager dem Vernehmen nach Ärger mit dem mächtigen Betriebsrat eingebrockt. Abteilungen und Teams seien wild hin und her geschoben worden. Senger habe es versäumt, die betroffenen Mitarbeiter auch mental mitzunehmen und richtig zu informieren. Ob Senger den Konzern verlasse oder eine andere Position übernehme, sei noch nicht klar, heißt es in Unternehmenskreisen. Offen ist demnach auch noch, ob Senger überhaupt einen Nachfolger bekommen soll.